Unsere Sendezeit ist mal wieder viel zu kurz. Deshalb noch ein paar Themen im Telegram-Stil. Es geht um eine Roteiche, eine Ruine in Salbke und, wie versprochen, um die beiden Tigerbabys. Es beginnt jedoch mit dem Kuratorium Ulrichskirche. Anlässlich des Reformationstages und des vierten Jahrestages seiner Gründung trafen sich Mitglieder des Kuratoriums am Denkmal der Ulrichskirche zu einer Andacht. Musikalisch begleitet von Anne Schumann sprach Propst im Ruhestand Matthias Sens Worte zum Thema des gerade zu Ende gegangenen Lutherjahres Reformation und Freiheit. Das Kuratorium will in den kommenden Monaten vornehmlich die historische und aktuelle Bedeutung der Ulrichskirche aufarbeiten und die Kirche so stärker ins Bewusstsein der Magdeburger rücken. Die Magdeburgische Gesellschaft von 1990 nahm den Reformationstag zum Anlass, im Rahmen eines Workshops eine Roteiche am Lutherdenkmal an der Johanneskirche zu pflanzen. Innerhalb der Aktion Mein Baum für Magdeburg ersetzte die Gesellschaft damit den dort im Juni durch einen Sturm zerstörten Baum. Symbolisch griffen Kulturbeigeordneter Rüdiger Koch und der Vereinsvorsitzende Thomas Kluger zum Spaten und verteilten den Rindenmulch. Die Paul Schuster GmbH stiftete dazu eine passende Gedenkplatte. Ja, lieber Frau Krolle, lieber Dr. Stein, es ist schon verrückt, was ihr gemacht habt. 1000 Kilometer dieses Fass zu räumen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn da Guinness drin gewesen wäre. Ob die Guinness-Leute das dann gesagt hätten, okay, dann akzeptieren wir das. Überlegt euch das nochmal. Aber ich finde das schon großartig. Ja, also dann bitte Herrn Sebastian Krummitz möchte ich nach vorne bitten, als denjenigen, der die ganze Zeit durchgehalten hatte. Vom 25. April bis Mitte Juni stets und ständig vor Ort war und sich jeden Tag gemüht hat und abgestanden hat. Ja, zwei Konfektionsgrößen haben wir verloren. Also insgesamt wohl 7 Kilo, war das richtig? 7 Kilo haben wir dabei zugesetzt. Also man sieht, dass da tatsächlich Leistung dahinter steckt und nicht so ohne weiteres gemacht wird. Diese Worte unter anderem vom Kulturbeigeordneten Rüdiger Koch galten den neuen Weltrekordlern im 30-Liter-Fassrollen. Beim Treffen in Magdeburg bekamen die Elbröver mit Sebastian Kubitz, Gottfried Hage und Rudolf Gundermann auf dem Fahrrad die Urkunden des Saktionia Weltrekordhalterclubs überreicht. Gestartet in Bad Schandau bewältigten sie über 974 Kilometer bis Cuxhaven und machten so die Dachmarke Elbröver für Produkte aus der Elbe-Saale-Unstrut-Region weiter bekannt. Genau das sei das Ziel der Aktion gewesen, wie Anke Kroll, die Initiatorin des Weltrekordversuchs, freimütig bekannte. Wir haben nämlich für den heutigen Abend noch ein weiteres kleines Highlight. An der Ecke Faulmann und Gabelsberger Straße in Salbke wurde dieser Tage ein großes Jugendstilhaus abgerissen, weil es baufällig war und einzustürzen drohte. Das wäre an sich nicht besonders erwähnenswert. Allerdings hat die Sache einen faden Beigeschmack, denn erst vor kurzem stand das Haus als man höre und staune lohnendes Sanierungsobjekt zur Versteigerung. Ersteigert wurde es von einer Londonerin, die das Haus jedoch nur aus dem Katalog kannte und nie gesehen hatte. Vermutlich werden jetzt einige Anwälte viel zu tun bekommen. Am 26. September kamen im Zoo zwei weibliche sibirische Tigerbabys zur Welt. Vor wenigen Tagen wurden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und gewogen. Colina, die Mutter der beiden süßen kleinen Kuscheltiger, hatte sich erfolgreich mit dem Berliner Kater Darius gepaart, da ihr Magdeburger Partner Taskan bekanntlich kastriert wurde. Übrigens hatte ein Besucher das Gewicht ziemlich genau vorausgesagt und erhält dafür eine Jahreskarte. Während eines der Babys von den vielen Besuchern gestreichelt wurde, lag Colina seelenruhig in ihrem Gehege. Taskan ließ es sich dagegen schmecken.